Welche Karte hat das Spiel wohl am meisten geprägt? Nibiru? Nein, nicht die, die das Spiel zwar auch geprägt, aber noch viel, viel, viel früher. Maxe? Nein, auch nicht Maxe. Maxe ist zwar eine Karte, die das Spiel auch geprägt hat, aber nochmals viel, 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 viel früher. Cyberdrache? Genau. Cyberdrachen ist die richtige Antwort. Doch viele fragen sich jetzt sicherlich, was ich überhaupt meine, beziehungsweise was diese Frage soll. Naja, als Cyberdrachen 2005 rausgekommen ist, war das schon eine große Veränderung, denn das erste Mal konnte man ein Monster ganz einfach Spezialbeschwören mit 2100 ATK-Punkten und eben ohne seine Normalbeschwörung zu benutzen. Das war ziemlich besonders, man kannte zwar die Spezialbeschwörungsmechanik schon vorher, wie zum Beispiel durch Wiedergeburt oder so, aber eben nicht durch ein Monster und nicht auf so eine einfache Art und Weise. Zusätzlich hat Cyberdrachen eben die Meta sehr geprägt und hat vor allen Dingen viel Platz in vielen Decks gefunden und hat dadurch Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall deutlich verändert. Doch warum erzähle ich das Ganze? Naja, der Cyberdrachen feiert sein großes Comeback, um genau zu sein, bei Speedtool. Denn ja, Leute, es gibt wieder ein neues Speedtool-Produkt. Hat jetzt ja etwas länger gedauert, aber jetzt gibt es endlich ein neues. Diesmal orientiert man sich an den GX-Anime, sprich, es gibt eine neue Box mit Decks, die eben aus den GX-Anime kommen. Und hier ist das Ganze auch, ist die Speedtool GX-Box. Die nennt sich genau zu sein Duel Academy Box und ist eben der Nachfolger von der Box davor, eben der Battle City Box. Wie schon bei der alten Box sind hier sofort 8 spielbare Decks drin und noch ein paar weitere Karten und man kann direkt loslegen mit dem Spiel. Und ja, Leute, für die Leute, die Speedtool nicht so interessant finden, auch für die ist diese Box, denn in dieser Box gibt es immer eine gewisse Anzahl von Secret Rares, um genau zu sein 8 Stück aus 24 und da könnt ihr eben coole Karten kriegen, die man auch im normalen TCG spielen kann. Wie zum Beispiel Schicksalsheld Dasher. Ich denke, der ein oder andere würde diese Karte gerne haben, aber falls man das Glück nicht hat und Dasher eben nicht in Secret Rare hier zieht, bekommt man Dasher auf jeden Fall in Common eben in dieser Box. Also ihr seht, die Box ist für jeden etwas, denn es gibt sowohl was für Neueinsteiger, was für alte Liebhaber, aber eben auch für die aktuellen TCG-Spieler. Aber jetzt wollen wir uns natürlich angucken, was genau ist eigentlich in der Box. So, dann wollen wir mal sehen, was hier eben Schönes drin ist, beziehungsweise was uns eben erwartet. Wir sehen hier wieder, von der Form her hat es eben genau die gleiche Form wie die davor. Finde ich sehr cool. Allein, weil man sie dann eben gestapelt eben einfach an den Schrank stellen kann und auch hier Artwork technisch ziemlich, ziemlich schick. Und wir öffnen das Ganze einfach mal und sehen, das ist sehr cool. Erstmal sehen wir hier eine Information, das ist natürlich auch sehr cool. Und wir sehen natürlich schon hier gleich Spielfelder, unsere Promos, unsere erste Promo quasi, unsere erste Secret Rare besser gesagt. Plasma, schon sehr, sehr cool. Und wir sehen hier noch weitere Karten, wo wir eben gleich drauf eingehen werden. Zunächst einmal, es gibt hier auch, wie in der alten Box, finde ich sehr nice, 4 Spielfelder und das sind nicht nur irgendwelche Spielfelder, denn es sind Double Playmats, sprich also, man hat auf beiden Seiten ein Spielfeld. Auf der einen Seite haben wir hier Aston Phoenix, sehr cool, mit Plasma und auf der anderen Seite haben wir eben Flammflügelmann, eben mit Jaden. Finde ich sehr cool, dass man eben wirklich hier sofort zu 8 spielen kann, sprich eben 2 mal 4 und das Ganze eben dazu die Spielfelder. Und wir wollen hier jetzt angucken, was für schöne Secret Rares wir ziehen. Hier sind ja, wie gesagt, 8 Stück drin aus 24 und die erste ist, da habe ich schon fast gespoilert. Da haben wir hier den Schicksalsheld Plasma, sieht sehr, sehr schick aus. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr schön. Polymerisation, sehr, sehr schick. Dekoshi, oh, das ist auch wirklich ein Reprint, also erstmal, es gibt den schon in Speedtool auf jeden Fall, hier jetzt eben nochmal drin, finde ich auch sehr gut, die gibt es auch hier in den Decks in Common drin, was sehr, sehr cool ist, sprich, wir haben sie hier eventuell einmal als Secret Rare, aber auch als Common, super guter Reprint, ist sehr cool, ist natürlich eine sehr spielstarke Karte und natürlich auch für Retro-Spieler eine sehr coole Karte, die DDD-Kriegerin, genau das gleiche, also, ich finde diesen Secret Rare-Effekt ziemlich, ziemlich nice. Und man hat hier immer einen kleinen Speedtool-Schriftzug. Man sieht es hier so ein bisschen. Speedtool im Licht. Ist auch immer so, Cyber-End. Cyber-End-Rache. Ja, sieht sehr hübsch aus. Sehr, sehr hübsch. Und Kristallungeheuer Pegasus, was sogar sehr interessant ist. Denn ironischerweise, die Karte gab es schon als Tim-Promo mal. Dort war es ebenfalls eine Secret Rare. Von daher, wieder Secret Rare. Wasserloch-Fallgrube. Eine sehr gute Trap in Speedtool, jetzt ebenfalls als Secret Rare hier drin, aber eben auch, wie ich schon sagte, ist das Ganze hier natürlich auch in Common erhältlich. Und dann haben wir Ojama König. Krass.
Finde ich sehr cool. Ja, das sind unsere Secret Rares, die wir ziehen haben. Wie gesagt, 8 aus 24. Leider kein Schicksal Dasher, hätte ich sehr, sehr gerne gezogen. Aber dafür Schicksal Plasma, was auch sehr nice ist. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal in der Übersicht eben uns die Decks an. Hier sehen wir einmal das erste Deck. Um genau zu sein, ist das Jane Yuki Deck. Wir sehen hier natürlich, ist basiert auf den Elementalen und eben die Fusion, was sehr cool ist. Zusätzlich haben wir 2 Skills. Ist bei jedem der Decks so. Man hat 2 verschiedene Skills, die man passend für das Deck auswählen kann. Und ich finde die Auswahl sehr gut gelungen, denn es erinnert doch sehr an dem Deck, was Jaden auch wirklich im Anime gespielt hat. Hier sind wir schon bei Esther, der ebenfalls, wie gesagt, 2 Fähigkeiten hat und auch 2 Fusionsmonster. Ich finde es sehr interessant, dass der Ansatz hier gemacht wurde, dass man eben hier unter anderem auch auf die Fusion gehen möchte. Die großen Highlights sind natürlich Shells mit Lysis, was sehr nice ist. Schicksal Dasher, an sich auch ein cooler Reprint, allgemein halt auch fürs TCG. Plasma ist ein sehr, sehr mächtiges Monster und ebenfalls sind hier starke Karten drin, wie die Gegenschlag, Verstärkung für den Mäh, aber auch Nächtlicher Strahl ist eine super gute Karte in Speed Duel, weil einfach man eben Zauber- und Fallenkarten-Removal haben möchte und Nächtlicher Strahl ist natürlich sehr, sehr praktisch und ich finde, sieht auch hier wieder super gut aus, weil es einfach ebenfalls wieder aussieht, als wäre dieses Deck von Esther Phoenix selber, auch wenn man bedenken muss, dass er im ersten Duell gegen Jane natürlich auch Elementalen benutzt hat, aber natürlich ist jedem auch frei überlassen, dass man vielleicht Karten mixt, man kann durchaus eben auch Karten mixen, mit Jaden und Esther Phoenix zum Beispiel zusammen mixen, aber das ist wie gesagt jedem selbst überlassen. Bei den nächsten Charakter will ich gar nicht sagen, außer Chess it up! Chess it up! Denn ja, es geht um niemanden anderes als Chess selber und wir sehen hier, dass sein Deck aus Ojamas, VW und bewaffnete Drachen besteht. Passt natürlich sehr, sehr gut. Was ebenfalls sehr interessant ist, dass wir jetzt hier V und W ebenfalls bekommen haben, denn jetzt können wir mit der Battle City Box zusammen endlich VW XYZ Drachenkatapultkanone rufen, denn eben X, Y und Z sind ja eben schon bei Kaiba rausgekommen. Hier jetzt eben der Rest passend dazu, finde ich sehr cool. Ebenfalls bewaffneten Drachen. Ich finde die Entscheidung sehr gut, dass man sich entschieden hat, den bewaffneten Drachen Level 10 hier nicht reinzupacken. Und ebenfalls finde ich es interessant, dass Mauer der Störung dabei ist. Eine Mauer der Störung ist neu in Speed Tool, sprich eine neue Karte, die auf Angriff reagiert. Auch sehr cool. Spiegelkraft wäre vielleicht ein bisschen zu stark gewesen. Deswegen finde ich hier Mauer der Störung eine gute Option. Ebenfalls Ojama-König wirkt doch sehr stark, weil er 3 Zonen des Gegners blockieren kann und man hat in Speed Duel hier nur 3 Stück. Jedoch muss man einfach bedenken, dass es halt nichts bringt, wenn der Gegner anfängt. Und zusätzlich kann man natürlich den Ojama-König auch aufhalten bzw. bucken oder entfernen mit anderen Karten und man muss ja doch bedenken, dass man in Speed Duel nur 4 Karten hat zu Beginn, sprich ja, alle Ojamas mit Fusion zu ziehen, ist dann doch deutlich schwieriger für First Turn zu haben. Sprich, Ojama-König ist stark. Ich denke mal, eine bessere Option ist Ojama-Ritter. Denn wie gesagt, er hat wahrscheinlich ein Monster, der Gegner. Dann können wir einfach eben Ojama-Ritter rufen. Und der Gegner kann kein weiteres Monster beschwören. Und mit 2500 ist es auch gar nicht so einfach, eben dieses Monster zu outen. Bei dem nächsten Deck handelt es sich um Dr. Crawler. Und ja, Dr. Crawler ist so ein kleiner Fan-Favorite. Und vor allem natürlich seine antike Antriebsmonster. Und hier sehen wir es eben. Zusätzlich haben wir den ultimativen antiken Antriebsgolem als Fusion, was auf jeden Fall eine ziemlich starke Fusionskarte ist. Und zusätzlich sehen wir natürlich, dass mit antiker Antriebsstart funktioniert und hier eben auch der coole Dekoshi Reprint, den wir auf jeden Fall cool finden. Und Riesenratte auch sehr gut eben, um zu floaten. Also im Großen und Ganzen sehr nice, dass wir auch eben antiker Antrieb jetzt hier in Speed Duel haben. Kommen wir zum nächsten Deck, um genau zu sein, zu Vulkanisch. Und das ist aus meiner Sicht mein Favorite Deck hier drin. Einfach, weil ich einfach Vulkanisch sehr gerne mag. Und ich muss sagen, sie haben auch sehr krasse Karten dafür rausgebracht. Unter anderem vulkanische Rakete, allein wegen 1-9 auf jeden Fall ein sehr starkes Monster. Zusätzlich Glutbeschleuniger natürlich auch gute Karten in diesem Format, vulkanische Hülle. Hier kein Streuschuss dabei, finde ich aber fair, denn so ein Raigeki plus 1,5 Burn-Schaden wäre doch zu mächtig eben bei Speed Tool. Ebenfalls ist hier bei UFO-Schildkröte. Kommen wir vielleicht bei einem anderen Charakter nochmal zu, dass UFO-Schildkröte hier auf jeden Fall eine sehr krasse Karte ist, dass sie hier drin ist. Und an sich halt, das ist eben vulkanisch mit seinem passenden Boss-Monster. Ist by the way jetzt auch das erste Deck, was eben kein Fusionsmonster benutzt. Aber wie gesagt, vulkanisch mag ich sehr, sehr gerne. Und gerade eben mit anderen Karten kombiniert, denke ich, dass vulkanisch ein ziemlich gutes Deck in Speed Tool sein kann. Beim nächsten Charakter brauche ich nichts sagen, außer Cyberdrache. Denn ja, Zane ist hier drin. Jedoch nicht nur Full Power Cyberdrache, nein, auch Cyberdark ist hier dort enthältlich. Extra passend dafür Explodierdrache. Ja, das kennt man auf jeden Fall. Cybertal natürlich auch eine sehr spielstarke Karte. Und Cyber Phoenix. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. UFO-Schildkröte mit Cyber Phoenix. Ist schon interessant und finde ich sehr cool. Erinnert auf jeden Fall an alte Tage. Ebenfalls drin ist hier Überlastfusion, was eine extrem starke Karte ist. Passend dazu haben wir natürlich den Chimera-Tag überdran und eben Cyberdrachen.
Ich finde es sehr interessant, dass sie entschieden haben, sich jetzt Cyberdrachen in Speedtool reinzupacken. Denn wie ich bereits im Intro gesagt habe, Cyberdrachen hat auf jeden Fall ganz schön was verändert. Und auch Speedtool wird sich alleine nur durch Cyberdrache sehr verändern, weil es jetzt auf jeden Fall noch schneller wird. Und ja, Leute, es heißt Speedtool, aber jetzt wird es noch speediger. Kommen wir zum nächsten Deck und das ist das Kristallungeheuer-Deck. Hier ist erstmal eine kleine Auffälligkeit und zwar, wir haben 3 Fähigkeitskarten, was schon mal sehr cool ist. Und was natürlich auffällt, Kristallungeheuer arbeiten eben mit den Zaubern Feind. Karten, Zonen und antike Antrieb statt Regenbogenruine braucht ja eigentlich 5 Kristallungeheuer. Da fragt man sich, wie soll man das machen, wenn bei Speedtool eben nur 3 verfügbar sind? Dann kann man nur bis 3 Effekt nutzen. Könnte man denken, aber der Skill hier sagt ebenfalls, dass auch Monster indirekt in der Monsterzone zu Zaubern Feinkarten werden können. Sprich also, ihr könnt dann doch mehr als nur 3 haben. Finde ich gut, dass sie es hier mit dem Skill gelöst haben, damit antiker Antrieb statt theoretisch eben voll funktionsfähig ist. Ja, ist eine gute Kombination. Kristallungeheuer, auf jeden Fall ein kleiner Fan-Favorite. Und ich denke, gerade eben, weil Speedtool auch ein bisschen schneller ist, das Deck ein bisschen kleiner ist und einfach die Mechanik an sich dort auf jeden Fall besser funktioniert als normal TCG, freue mich schon sehr, eben genau dieses Deck testen zu können. Beim letzten Deck handelt es sich um das Deckthema rund um Alexis und sie selber benutzt ja im Anime auch die Cyber Angels. Dementsprechend passt natürlich sehr gut, dass wir hier eben einen Ritual-Archetype haben. Zusätzlich haben wir ein paar Kriegerkarten, ebenfalls natürlich für Ritualbeschwörung etwas. Und was wir ebenfalls haben, ist hier Cosmic Cyclin. Wie gesagt, Zauber- und Fallenkarten-Removal ist sehr stark und sehr wichtig vor allen Dingen. Deswegen Cosmic Cyclin eine sehr, sehr coole Karte hier. Ebenfalls haben wir hier eine Fusion theoretisch. Cyber Klingen spielt eben Alexis auch im Anime. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen sind die Decks sehr cool geworden, denn es sind einfach wirklich die Anime-Decks. Ich kann mich da nur wiederholen. Und es gibt auf jeden Fall schöne Erinnerungen und man kann hier wirklich eben einfach mit den typischen Anime-Decks spielen und vor allen Dingen eben startklar, ready, denn die Decks sind eben so fertig drin und man kann sofort eben gegeneinander spielen. Der aufmerksame Zuschauer hat jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass immer noch ein paar Karten fehlen, obwohl wir komplette 8 Decks haben. Um genau zu sein, haben wir noch 3 Skills über, denn es gibt noch 3 weitere Skills. In der Battle City Box war es ja so, dass es noch ein paar Skills gab, die allgemeingültig waren. Hier aber noch explizit eben Skills für verschiedene Deckthemen. Hier unter anderem natürlich zum Beispiel Dino. Ebenfalls haben wir noch zusätzliche Karten, womit wir eben die Decks verbessern können. Darunter ebenfalls auszubildende Zauberin, die natürlich sehr gut passt, wo Kristallseher drin war. Aber wir haben ebenfalls auch hier Regenbogen Finsternisdrache, falls wir den halt spielen möchten. Und eben vorhin die gezeigte Fusion. Wenn man eben beide Boxen kombiniert, also Battle City Box mit der neuen Duell Academy Box, dann können wir eben auch diese Karte theoretisch rufen. Und wir haben noch sehr spielstarke Karten, die allgemein im Speedtool sehr gut sind. Wie zum Beispiel Wasserlauffallgrube, Buch des Mondes, aber auch Kugelkuribo. Denn Kugelkuribo ist eine sehr gute Karte, auch im Speedtool. Und ebenfalls halt Supportkarten für das ein oder andere Deck. Ich finde es sehr cool, dass man nicht nur sagt, ey, hier habt ihr die 8 Decks, das war's. Nein, wir kriegen euch noch mehr. Ihr könnt damit ein bisschen variieren. Finde ich sehr interessant. Vor allen Dingen eben, wenn man dann am späten Ende einfach beide Boxen zusammennimmt, dann hat man wirklich eine große Auswahl an Decks und kann da sehr viel rumbasteln und hat vor allen Dingen wirklich alle guten Karten eigentlich, die es so in Speedtool gibt. Ja, und das ist auch schon der ganze Inhalt der Box. Ich muss sagen, als die Box angekündigt wurde, war ich ein bisschen skeptisch, weil die Battle City Box war doch unglaublich gut und das zu toppen ist doch sehr schwer. Aber, was soll ich sagen, meine Erwartungen wurden übertroffen und die neue Box, eben die GX Box, überzeugt mich auf jeden Fall komplett. Ich selber bin ja ein riesen Fan von Speedtool, der eine oder andere nicht, aber ich auf jeden Fall schon. Ich habe auch jede Speedtool-Karte 3-mal und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß auch, dass ich diverse Speedduelle gemacht habe auf meinem Kanal, beziehungsweise eben gegen andere YouTuber, weil es einfach viel schöner zum Angucken ist und eben auch vor allen Dingen schneller vorbei ist. Aber falls du jetzt neu bist und noch gar keine Ahnung von Speedtool hast, dann klick doch einfach mal hier aufs Video. Dort kommt ihr eben zu den Regeln bzw. zu einem Erklärvideo, wo euch Speedtool nochmal komplett erklärt wird. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen viel Spaß beim Duellieren.